Der neue Europameister im Basketball kommt aus Spanien. Zumindest bei der ersten Grundschule-EM, die an diesem Wochenende in Gießen ausgetragen wurde. 14 Teams aus 13 Grundschulen in Deutschland hatten an der Veranstaltung teilgenommen. Im selbstgebastelten Trikot der einzelnen Länder, die auch bei der echten Europameisterschaft in Slowenien an den Start gegangen waren, spielten die Kids um den Titel. Mit viel Ehrgeiz und noch mehr Spaß gingen die Schülerinnen und Schüler zu Werke. Und am Ende einer gelungenen Veranstaltung krönte sich die Grundschule aus Lola alias Spanien zum ersten Europameister der Grundschule-EM. Platz 2 und 3 belegten die Türkei und Slowenien. Für die Teilnahme an der Veranstaltung erhielten die Teams vom Deutschen Basketballbund ein Basketballset mit Minibällen, Trainingsleibchen und Materialien für Lehrkräfte. Nach der erfolgreichen Premiere der EM darf man darauf hoffen, dass das Modell weiter Schule macht und in den nächsten Jahren zur festen Einrichtung wird. Die mehr als 300 Schülerinnen und Schüler sowie deren Lehrer und Eltern waren von der diesjährigen Veranstaltung mehr als begeistert.